Okay, ich bin zurück und habe jetzt hier ein bisschen Hardware dabei und ich finde, an dieser Stelle trennt sich doch bei vielen Trainern die Spreu vom Weizen. Ich muss einfach sagen, es macht qualitativ einen Riesenunterschied, ob man irgendwie sendet und irgendwie interaktive Seminare macht und so ein bisschen wirkt wie so der unverbesserliche Praktiker, der halt sagt, naja, am besten sind ja immer noch Präsenzseminare und ich bin so ein alter Hase und so. Sorry, aber mit der Mentalität kommen wir nicht in die nächsten Jahrzehnte. Also ich muss es einfach so sagen, die Leute lehnen das ab und das ist auch übrigens einer der Gründe, warum viele Teilnehmer keine Lust auf interaktive Seminare haben, weil so viele technische Probleme passieren, weil sie dich so schlecht verstehen können, weil sie einfach frustriert werden davon, einfach die Qualität so schlecht ist. Also, für die beste Lösung, live zu senden über YouTube Live, ist, man nimmt so eine Kamera zum Beispiel. Das ist hier ganz speziell eine FZ1000, meine ich. Steht aber auch hier FZ1000, eine Panasonic. Und der Vorteil dieser kleinen Kamera ist, sie ist relativ günstig. Und der zweite Vorteil ist, sie gibt ein clean HDMI out. Und zwar das Bild, was hier rauskommt für HDMI, ist sauber sozusagen. Das heißt, wenn ich mich hier ranhänge an den kleinen HDMI-Anschluss, ja, der hier so dran ist, hardwaremäßig, dann kann die Kamera ein hochqualitativ, also ein Bild rausgeben, was eine sehr hohe Qualität hat. Und dieses Bild ist nicht vollgefüllt mit irgendwelchen netten, süßen Einstellungen, die man in Kameras so kennt. Also Zoom, vielleicht Datum einblenden, so diese ganze Reihe von verschiedenen lustigen Icons und Buttons, was dann extrem unprofessionell wirken würde, ja. Sondern es kommt ein sauberes Bild ohne irgendwelche Zusätze raus. Also auch kein künstlicher Horizont und wie das alles heißt, sondern Clean HDMI nennt man das. Also HDMI. Mit diesem HDMI-Kabel, was ja jeder kennt, also ein HDMI-Kabel ist das Kabel, mit dem ich einen Beamer und mein Notebook verbinde oder meinen Monitor und meinen Computer. Mit diesem HDMI-Kabel gehe ich hier rein in eine Elgato HD60S zum Beispiel. Das ist eine gute Lösung, die auch wirklich funktioniert. Das heißt, hier kommt das Kabel aus der Kamera in dieses Gerät hinein. Und von diesem Gerät wiederum geht ein USB-Kabel in meinen Rechner. Und jetzt kann ich mit einer kleinen Brücke, zum Beispiel über OBS, erkläre ich im nächsten Video dann ausführlich, dann in YouTube Live gehen. Welche Vorteile hat das? Man kann kristallklare Bilder senden, man kann andere Videoquellen einblenden, man kann Folien einblenden, besonders wenn ich über eine Software wie OBS gehe. Wie gesagt, das erkläre ich auf jeden Fall im nächsten Video. Und das ist kein Hexenwerk. Es ist nicht so, dass es irgendwie super kompliziert wäre. Und man braucht einfach diese Brücke. Das heißt, die Strecke ist von der Kamera per HDMI in das Elgato HD60S und vom Elgato HD60S in ein Notebook, was die Power hat, so eine Übertragung zu machen. Wenn ich YouTube live schalte, bedeutet es einfach, ich schicke per E-Mail oder wie auch immer einen YouTube-Link alle Teilnehmer raus und dieses YouTube-Video ist erst sozusagen dann zu sehen online, sobald ich live gehe. Ganz einfach mit etwa einer Sekunde Verzögerung. Das war's, ja. Und das nenne ich Low-Tech. Das bedeutet, die Leute können Ihnen auf allen Geräten folgen, ja. Die Leute können Ihnen auf dem Handy folgen, auf dem Mac, auf dem PC, auf einem Tablet, auf einem Notebook. Und sogar, wenn Sie eine gute Verbindung haben, relativ leicht auch von unterwegs. Wer eine Highspeed-Karte hat, eine SIM-Karte in seinem Handy, kann auch relativ in guter Qualität auch diesen Cast online verfolgen und auch von unterwegs mitmachen.